diejenigen Tumorerkrankungen, die lokal zu Wachstumshormonmangel führen, sind in der Regel bedingt durch gutartige Tumoren der Hypophyse und hier in erster Linie durch sogenannte Kraniopharyngiome. Das sind Tumore, die ihren Ausgangspunkt nicht im Hypophysengewebe selbst sondern in Vorläuferstufen in der Entwicklung der Hypophyse. Sie sind deswegen dennoch sehr, sehr unangenehm, weil es sehr schwierig ist, sie vollständig zu entfernen, ohne auch wirklich das ganze Hypophysengewebe zu entfernen. Aus diesem Grund wird oft eine Bestrahlung oder auch eine lokale stereotaktische Therapie vorgezogen. Und sehr häufig kommt es zu assoziierten Fehlbildungen aller Hypophysenhormone, dem sogenannten Panhypopituitarismus. Kraniopharyngiome haben ein Häufigkeitsmaximum in den ersten Lebensjahren, im Kleinkindesalter, dann wieder im jugendlichen Alter und auch im Erwachsenenalter. Also ein erworbener Wachstumshormonmangel, bei dem sehr früh klar wird, dass mehrere Hormonsysteme betroffen sind. Hier ist das Kraniopharyngiom die häufigste Differentialdiagnose. Es gibt im Kindesalter zumindest keine mir bekannten bösartigen Tumore, die ihren primären Ausgangspunkt in der Hypophyse haben. Häufige Hirntumore bei Kindern befinden sich in der hinteren Schädelgrube. Und das erwähne ich deswegen, weil im Rahmen der Behandlung, nämlich vor allem der Strahlentherapie, dieser Tumore oft ein begleitender Wachstumshormonmangel als Bestrahlungsfolge auftritt. Die Tumore an anderer Lokalisation können überall hin streuen. Ich denke, eine Metastasierung in den Hypophysenbereich ist äußerst selten und auch in der Frequenz zu vernachlässigen. Im Vordergrund stehen ganz sicherlich die Kraniopharyngiome. Entzündliche Erkrankungen als Ursache für einen Wachstumshormonmangel sind sehr selten. Es können alle lokalen Entzündungen der Hirnhäute und auch des Gehirns selbst, also eine Meningitis oder Enzephalitis, auch die Hypophyse betreffen und als Folgeerscheinung einen Wachstumshormonmangel bewirken. Anekdotische Berichte gibt es auch über Tuberkuloseherde in der Hypophyse. Diese Erkrankungen sind ja sehr selten geworden. Und unter diese Begrifflichkeit wird auch oft die sogenannte Hypophysitis gestellt. Hier ist es aber eine Autoimmunerkrankung, deren Ursache noch sehr wenig erforscht ist, die hinter diesem Begriff steht. Insgesamt also eine sehr, sehr seltene Differentialdiagnose. Für die Ursachen von Wachstumshormonmangel, die in medizinischen Behandlungen zu suchen sind, steht in erster Linie die Bestrahlung, die Schädelbestrahlung im Vordergrund. Bei allen Tumoren oder Prozessen, bei denen eine lokale Bestrahlung erfolgt, ist immer auch von einer gewissen Streustrahlung auf den Hypophysenbereich auszugehen. Das betrifft Patienten, die im Rahmen einer Leukämie eine Schädelbestrahlung haben oder Patienten mit Hirntumoren. Andere medikamenteninduzierte Ursachen sind im Kindesalter äußerst selten und ich denke, das betrifft auch das Erwachsenenalter. Zu den weiteren Differentialdiagnosen gehören, das sollte man noch erwähnen, Schädelverletzungen anlässlich Verkehrsunfällen, wenn es zu einem Schleudertrauma kommt und der Hypophysenstiel verletzt wird. Ansonsten ist die Hypophyse sehr sicher eingebettet in diese Sella turcica, diese knöcherne Umgebung, durch die sie sehr gut geschützt ist vor äußeren Einflüssen.